Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, nämlich Sims 4, die Pferderanch. Ja, es ist endlich soweit. Vor ein paar Tagen kam eine neue Erweiterung oder wie auch immer raus von Sims 4. Und endlich, endlich, endlich können wir hier nun auch wieder, Pferde reiten. Und ich glaube, Sims 2 oder Sims 3 war das letzte, wo ich mit Pferden in der Gegend rumreiten konnte. Und es war natürlich super schön und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Teil, mindestens genauso, wie ich mich auf die Werwölfe oder die Vampire gefreut habe. Und auf viele andere zugegebenermaßen auch. Und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Familie ein bisschen umgeändert. Also wenn euch die eine oder andere Person ein bisschen bekannt vorkommt, das ist Absicht. Beziehungsweise, ja, ich habe halt nicht so einen großen Ideenreichtum. Ich könnte zwar irgendwelche komischen Gestalten hier machen, aber ja, die sollen halt auch so ein bisschen mit mir verbunden sein und meinem Umfeld verbunden sein und dementsprechend kommt halt doch immer wieder das gleiche Schrägstrich etwas Ähnliches raus. Ja, wir haben hier einmal Ruby Butterfly. Das ist die junge Dame, die gerade vor uns steht. Sie ist ein totaler Computerfreak, eine sehr schnelle Lernerin. Sie hat die folgenden Vorlieben: Schwarz, also die Farbe Schwarz, Violett, Pink, Grün, japanische Volksmusik, Kinderkanal, Musikstil, Alternative, Musikstil, Amerikaner, Musikstil, Blues, Hip-Hop, Latino, Classic, ist sehr am Fotografie interessiert, Malerei, Programmieren, Schreiben und Tanzen, hat allerdings eine Abneigung gegen Weiß, Grau und gruselige Musik. Sie ist außerdem sehr kreativ, wie man vielleicht schon raushören konnte, ist ein kleines Genie und ist eigentlich immer fröhlich. Dann haben wir ihren Ehemann, Jake Butterfly, hier. Er ist keiner, aber möchte gerne ein Bestseller-Autor werden. Er ist ein kleiner Grübler. Seine Vorlieben sind die Farbe Schwarz, japanische Musik, die Musikstile Amerikaner, Blues. Schreiben ist eine Vorliebe von ihm, Videospiele, Tanzen, Backen, Kochen, Malerei und Singen. Er hat eine Abneigung gegen Weiß, Grau, den Musikstil Retro und den Musikstil Elektronika. Er ist ebenfalls sehr kreativ, ein kleines Genie und ist eigentlich immer fröhlich. Dann haben wir die Tochter der beiden, und zwar ist das Lea Butterfly. Sie ist ein kreatives Wunderkind. Ihre Vorlieben sind Tanzen, Videospiele, Singen. Sie mag die Farbe Violett, Pink, Blau und Schwarz, beziehungsweise die Farben, und den Musikstil Hip-Hop und sie mag Popmusik. Abneigungen hat sie nur gegen weiße Farbe und gruselige Musik. Sie ist ebenfalls ein kleines Genie. Bei den beiden Eltern, denke ich mir mal, ist das nicht verwunderlich. Dann haben wir etwas Knuffeliges hier und zwar ist das der Hund der Familie. Er ist natürlich ein Boxer, er heißt Wotan Butterfly, ist typisch Boxer, sehr verspielt, sehr freundlich und sehr treu. Außerdem haben wir hier noch die Katze der Familie, Melody Butterfly. Sie ist sehr freundlich gegenüber allen, sehr anhänglich und sehr faul. Ja, und mit diesem Haushalt werde ich jetzt spielen. Und natürlich werden wir uns direkt zum neuen Teil begeben. Man sieht es schon an dem kleinen Pferdchen. Die Gemeinschaft, also es heißt erstmal Chest Newt Rich. Die Gemeinschaft bildete sich, als verschiedene Gruppen mit einer engen Verbundenheit zu Pferden und dem Land zusammenkamen. Die Gegend wurde bald darauf zum Dreh- und Angelpunkt für alle mit Pferden in Verbindung stehenden Dinge. Die Stadt, die in eine wunderschöne und weitläufige Landschaft eingebettet ist, ist nun für die Aufzucht und das Training von Pferden bekannt. Mit der Zeit erlangte die Gegend zudem für eine weitere Kunst, was, die Gegend zudem für weitere Kunst und Berühmtheit. So, da der fruchtbare Boden eine Grundlage für die Nektarherstellung bot. Dank der harten Arbeit aller Beteiligten blühte die Region immer weiter auf, um zu dem zu werden, was Chestnut Ridge heute ausmacht. Oh Gott, wie kann man sich nur so einen Namen
aussuchen. So, und dann haben wir die Übersicht. Einmal haben wir die Blockhütte Palomino. Grundstücksmerkmal Frischluft, was auch immer das heißen mag. Die haben aber nur ein Bett drin. Das ist natürlich schlecht, wenn wir da eine Familie drin unterbringen wollen. Dann haben wir Rotschimmelfeld. Das ist dann ein Grundstück, ebenfalls mit Frischluft, wo wir allerdings dann ja alles neu bauen müssten. Und sonst sehe ich jetzt hier doch, Moment, hier unten ist noch ein kleines Cottage im vollen Galopp. Das hat immerhin zwei Betten. Ist aber auch nur 30 mal 30 klein. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Ich hätte schon gerne das größte Grundstück. Das Problem ist halt, wenn man so ein kleines, ja, Haus dann nur da drauf hat, dann ist das immer ein bisschen problematisch. Hier mal ein noch kleineres Haus mit einem Bett drin. Gemütliche Ecke mit 20 mal 20. Das kommt natürlich so gar nicht in Frage. Also ich würde normalerweise sagen, dass wir, ja, das Rotschimmelfeld nehmen und dass wir da am besten eins meiner Häuser draufstellen oder eventuell kurz etwas machen. Ich bin mir nicht sicher, weil das andere Grundstück ist einfach zu klein, oder? 20.000, aber das, ja gut, 50 mal 50, das ist schon sehr, sehr groß, ne? Das Grundstück ist auch nicht schlecht. Ist jetzt nur die Frage, wie viel Platz haben wir da noch für die Tochter dazu? Wir versuchen es mal. Wir ziehen mal hier ein. Ja, und so sieht das Grundstück aus. Ah, hier hinten ist schon was für Pferde eingerichtet, so wie es aussieht. Das sollte wahrscheinlich ein Stall sein. Ein wunderschöner See. Der gefällt mir richtig gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch, das müsste hier so das Stück sein, was wirklich zum Grundstück gehört. Schauen wir uns mal das Haus ein bisschen genauer an. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schaukelstuhl draußen. Oh, wir haben tatsächlich nur ein Bett. Das ist das Badezimmer. Könnte vielleicht etwas problematisch werden. Das heißt, ich würde sagen, dass ich noch ein bisschen anbauen werde und euch dann gleich sofort wieder hinzuhole. So, wir sind nun wieder da und ich würde sagen, oh, bitten in die Wolken zu schauen, genau. Na? Bewunderung ausdrücken. Hallöchen. Warum habe ich hier eigentlich so warme Sachen an? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, Katze, Hund, ihr müsst auch auf jeden Fall rein. Naja, die beiden schauen jetzt in die Wolken oder was? Wollen die mich jetzt hier veräppeln? So, ein bisschen mit dem Hund spielen am besten. Er ist sehr inspiriert. Jo, ist ja gut. Und sie sollte die Katze mal streicheln. Die Kleine hat schon richtig Spaß hier. Huch, das dreht sich immer zur falschen Seite. Die Kleine hat schon richtig Spaß hier auf dem Schaukelstuhl. Das ist doch toll, so hat man das doch gerne, ne? Wenn man Lektion anhänglich. Melodie ist eine anhängliche Katze. Ja, das haben wir ja schon im Vorfeld gesagt und wissen wir ja schon. Ich habe übrigens das Haus eigentlich so gelassen, wie es ist, sehr spartanisch. Habe allerdings hier mal so ein farblich einigermaßen was eingehende SMS. Warst du schon auf dem Black? Moment, Moment. Warst du schon auf dem Black Spire Außenposten auf Batuu? Ist das nicht das von diesem Star Wars-Ding? Ich habe gehört, das ist ein echtes Abenteuer. Du solltest es ausprobieren. Nee, ich nehme später Urlaub. Wenn du bereit bist, ja, ich will später dahin. Also sie hat auf jeden Fall alles das, was ich so eine, ja, ich sag mal, Teenagerin, Kind-Teenagerin braucht, außer eigentlich ein bisschen zum Spielen. Ich frage mich nur, warum sie hier eigentlich. Was soll denn das hier? Sie geht doch schon lange nicht mehr auf ein Töpfchen.
Also, warum man sowas in so ein Zimmer reinmacht, ich habe keine Ahnung. Ich habe leider nicht diese Wand hier gefunden, sonst hätte ich die gerne genommen. Wir müssten mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall, ich mache mal eben kurz eine Pause, wir müssen auf jeden Fall für Hund und Katz noch was zum Schlafen finden. Das wäre natürlich am wichtigsten, wie ich finde. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich war jetzt sehr, sehr lange nicht mehr in Sims drin. Das muss ich zugeben. Objekte nach Funktion. Ah, da habe ich es. Okay. Hund und Katzen. Da müssen wir jetzt mal eben schauen. Hier muss doch irgendwo auch was drin sein. Etwas ohne Deko, bitte. Es wird mir ja schon reichen, so eine Hundedecke oder sowas. Selbstreinigendes Katzenklo. Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Oder soll ich das? Nee, ich mache das in der Farbe. Die Frage ist nur, wo können wir sowas denn überhaupt hinstellen? Ich weiß nur nicht, warum ich das. Ach so, weil da die Öffnung ist, oder? Ich glaube, das ist, weil da die Öffnung ist. Also nehmen wir da erstmal auf jeden Fall schon mal das Katzenklo. Das Problem ist, die brauchen natürlich auch was zum Schlafen. Tierbett generell. Ach so, genau, die brauchen ja auch noch was zum Futter, fürs Futter. Die Küche ist hier. Können wir irgendwo, da ist der Mülleimer. Den können wir nicht so wirklich verschieben. Warum kann man den hier nicht verschieben? Keine Ahnung. Die können natürlich auch eigentlich. Eigentlich können die auch draußen gefüttert werden. Ne? Es ist halt sehr klein im Moment noch. Das ist das große Problem. Ich würde mal sagen, wir stellen jetzt einfach mal so einen Futterspender. So, zack. Stellen wir mal zwei auf. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt auch noch das Wasser drin war. Aber wir lassen das einfach mal so. Wir brauchen aber trotzdem noch. Ach so, eigentlich brauche ich ja auch noch so einen Katzen. Wie teuer ist denn das? 500. Das ist natürlich die Frage. Die haben nicht wirklich Platz hier drin, ne? Ach so, das ist doppelt. Ja. Ach, wo sollen die sowas denn noch hinstellen? Ich meine, eigentlich geht es nur noch nach draußen. Da muss die Katze halt eben draußen schlafen. Es tut mir leid, wir stellen jetzt erstmal alles nach draußen in den Gang rein. Hauptsache, die haben halt wirklich ein Örtchen, wo sie schlafen können. So, vergrößerte Tierstation und ein Tierbett. Tierschlafstation, so nennt sich das. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt so auf Anhieb finde, ehrlich gesagt. Dann können wir. Mit Schwarz-Weiß sieht ein bisschen blöd aus. Ist zwar ein Männchen, also ist zwar ein Rüde, aber. Schmeißen wir das einfach mal hier so mitten rein. Moment, wir machen es anders. Moment. Wir machen es so, dass wir. Das ist jetzt so komisch so eingeeckt, ne? Dass wir das ranziehen und die Wand einfach angleichen. Ich hoffe, ich habe da genug Geld für. Ja, habe ich. Dann können wir das Ding hier hinstellen. Und theoretischerweise unten in die Ecke, würde ich sagen. So. Dann ist das zwar jetzt völlig, völlig vom Fenster, aber zumindest müssten die armen Tiere nicht draußen schlafen. So, ich hoffe, das reicht. Aber gefüttert wird trotzdem draußen. So, dann setzen wir jetzt mal wieder zurück und schauen mal. Hallo? Und was machst du da? Warum steht er jetzt hier davor? Ich will mit euch spielen, ich will mit euch spielen. Jetzt will ich doch nicht mehr mit euch spielen.
Ah, ja, jetzt kommt er hoch. Mal gucken. Oh, jetzt sind sie alle hier. Ah, oh, ist das süß. Lalalala. Also dem Hund gefällt das auf jeden Fall. Jake und Ruby sind gute Freunde geworden. Hallo, wir sind verheiratet. Die sollten schon vorher gute Freunde gewesen sein. Gut, Moment. Auf Couchblumsen. Wegen fauler Katze. Ach so. Okay. Ach so, ich bin jetzt gerade bei ihr. Moment, ich muss das mit dem Kind machen. Wo sind die Tiere denn jetzt hin? Hier. Tier herbeirufen. So, Moment. Wir können ja nicht ewig hier liegen und gucken. Ich nehme mal den hier vor. Freundlich vorstellen. Ja, das Streicheln ist doch schon vorbei. Jetzt lauf. Da hinten hast du. Hast du Kundschaft, wollte ich gerade sagen. Da hinten hast du jemanden, den du begrüßen sollst. Hallöchen, guten Tag. Ja, hi. Ich rede so gerne über Lamas. Ich weiß nicht, warum die über Lamas spricht, aber ist okay. Fragen, wie man ein Pferd bekommt. Ach, genau. An- und Verkauf von Pferden. Pferde können mit, ja klar, gekauft und verkauft werden. Der Wert eines Pferdes wird durch sein Fähigkeitenlevel, seine Wettbewerbsleistung, die Qualität der Versorgung und sein Alter bestimmt. Ein Pferd mit Champion-Gen ist ebenfalls teurer. Pferde können zudem. Hallo? Was geht jetzt ab? Oh! Oh! Lösch das Feuer! Was machst du denn hier, du Idiot? Hallo, Feuer löschen! Löschen! Lösch das Feuer! Lauf! Ah, da hat schon einer die Feuerwehr. Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das bitte für ein Quatsch? Unsere erste Folge und direkt brennen unsere Möbel. Was soll denn das? Hallo? Welcher Idiot hat hier das Holz jetzt gemacht? Moment, Moment. Ja gut, den ersetzen wir mal. Ach so, ich bin nicht im Baumenü. Ach, da kann ich ja noch lange warten. Moment, dann, der ist auch viel zu nah dran. Was soll denn der Quatsch? Wer zur Hölle hat den so hingestellt? Also ich nicht, ne? Nur, dass das klar ist. Ich habe das ja hier alles nur so übernommen. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Oh, oh, Yatabu. Hallo? Da duscht gerade irgendeine wildfremde Person bei uns und ja, ist ja kein. Oder ist die jetzt schwarz? Ach so, weil die angekokelt war, oder? Ist das nicht unsere Tochter? Der sieht zumindest so aus, aber die war eigentlich blond. Moment. Das ist die. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, dusch noch mal. Dusch noch mal. Mach dich doch mal sauber. Hallo, du sollst duschen. Geh schon. Oh mein Gott. Was hat denn das an? Hallo, warum steht die jetzt? Egal. Wir reden mal mit den Nachbarn hier. Nicht nach Hause schicken. Ja, du darfst gerne reinkommen. Ist eine kleine Willkommensparty, ohne dass wir eine Party gegeben haben. Ist kein Thema. Was ist denn das hier eigentlich? Pudding im Orbit. Ein Sachbuch. Moment, da muss ich mal zu ihr wechseln. Lesen, genau, das lesen wir mal. Wo sind wir denn überhaupt? Ich glaube, ich war gerade mit der Katze beschäftigt. Ich bin mir nicht sicher. Ach so, halt, stopp. So. Ich weiß nicht, warum hier herbei. Ach so, weil ich die noch habe. Ah. Ja, ich habe mit dem Falschen gerade. Vegetarisch, laktosefrei. Erstmal ein bisschen mit dem Hund. Bitten, das Geschäft zu erledigen, genau. Hallo, mein Hund. Könntest du dich bitte erleichtern? Nur damit wir hier nicht zu viel Dreck haben, ja? Ich wollte gerade sagen, erleichter dich jetzt aber hier nicht auf dem Essen.
Die Portion nehmen. Ja, würde ich sagen. So, der Butterflies Haushalt hat eine Versicherungszahlung für die Objekte. Was? Das Feuer wurde gelöscht. Sein nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger. Okay. Tierobsession. Wie die meisten Tiere kann auch Wotan auf unerklärliche Weise von Dingen rund ums Haus besessen sein. Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Okay. Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, ja. Moment. Achso, die beiden Männer, die sitzen jetzt hier und so dann quatschen. Hallo? Geht das noch? Begrüßungskomitee? Willkommen in der Nachbarschaft. Die Nachbarn kommen auf einen Besuch vorbei, um dich kennenzulernen. Und vielleicht bringen sie auch Obstkuchen mit. Mach dir keinen Stress. Lerne die Leute kennen und genieße die Gesellschaft. Ja, und ich bin hier am Lesen. Die macht ja auch nichts von dem, was ich hier sage. Moment. Von Wolken geblendet. Eine Stunde? Wollt ihr mich hier veräppeln? eine neue gute Freundschaft geschlossen. Wegen Sozialkontakt. Glücklich. Ach, jetzt wird die Katze gestreichelt. Wie schön. Ehrlich gesagt, ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie man hier die Sachen unterbricht und nix. Enge Bindung wegen... Was? Jetzt ist es weg. Hallo? Da ist es. Wegen Gefühls der Vertrautheit mit jemandem in der Nähe. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich mit der Katze oder so. Keine Ahnung. Von der Feuerwehr gerettet. Die Feuerwehr ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Das war knapp. Ja. Lektion faul. Dass sie faul ist, das wussten wir ja schon. Melodie wecken. Instagram-Tier. Was ist das denn? Ich habe so eine Ahnung, was das war. Aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt geht sie rein. Wieso geht sie jetzt rein? Was macht sie denn jetzt? Ach, von da kam das Buch. Okay. Japanische Musik hören. Okay, was ist jetzt los? Hallo? Also keine Ahnung, was das jetzt gerade gewesen ist. Ich glaube, ich sollte das auf jeden Fall nicht mehr klicken. Was machen die denn jetzt hier schon wieder? Jetzt setzt er sich da hin. Ja, ist aber besser, wenn die dann abfackeln, als... die können gerne auf dem Boden sitzen, ist kein Problem. Was hat er denn hier für ein Problem? Moment. Ich glaube, er möchte was zu fressen haben. Kann das sein? Oh, der Arme. Sind sie ja alle am Lesen oder machen oder am Tun? Aber die Katze ist doch eigentlich die geilste, so wie die aussieht. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Moment, Beziehungen. Sie ist konzentriert. Das ist schön. Fähigkeiten. Schule, Karriere. Ruby hat noch keinen Job. Ja, wir möchten natürlich gerne eine Karriere einschlagen. Hallo? Ich habe gesagt ja. Job suchen. Aber ich kann noch nicht. Ach ja, hier war das. Genau. Was möchte Ruby denn für einen Job haben? Das ist eine gute Frage. Polizistin? Gibt 20 die Stunde. Wissenschaftlerin 24. Astronautin wäre natürlich geil. Die geht dann auch nur 5-mal die Woche arbeiten. Bauplaningenieurin. 31 die Stunde. Lösung für alle Arten von Umweltproblemen. Oder Bildungswesen. Naja, es ist nicht so. Büropersonal. Kriegt sie nur 14 die Stunde. Selbstständig ist immer gut. Verfügbare Bereiche, digitale Künstlerin. Kann man sich dafür bewerben? Weil das ist doch eigentlich... Also er ist ja eigentlich Schriftsteller, ne? Als Geheimagentin verdient sie leider nicht so viel. Gärtnerin. Ingenieurin. Gibt es ja auch was mit Pferden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Malerin, Schauspielerin. Oh Gott, oh Gott, was ich hier alles machen kann. Taucherin, Rettungsschwimmerin. Fischerin, Fastfood-Angestellte. Verdient sie 16 die Stunde. Na gut, da verdient man halt nicht viel, ne? Verbrecherin. Angestellte im Einzelhandel. Da hätte sie sonntags und montags frei.
Erstmal als Regalauffüllerin. Hm. Das ist jetzt natürlich Politikerin. Politikerin kriegt man gar nichts für, okay. Malerin 21. Kritikerin wäre natürlich geil. Innendekorateurin. Ich will halt schon was haben, wo sie auch gut was mit verdient. Ne? Das ist leider bei Polizist nicht so der Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch höher geht. Je mehr als Bonus kannst du... Okay. Fände ich schon cool. Wobei Wissenschaftlerin ja ein bisschen mehr bringt. Aber ich würde sagen, Ruby, die sieht so ein bisschen aus, als ob die tatsächlich, wo war es denn, im Einzelhandel anfangen könnte. Natürlich morgens. Ja, ja, morgens. Okay. Dann sollte er sich auf jeden Fall auch einen Job suchen. Er ist auf jeden Fall, Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Er hatte dir Dreck gegessen. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meinte, davon würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Nein. Danke für den Rat. Was ist das für eine blöde Frage? So, Moment. Du sollst nicht so viel mit ihr reden, du sollst den Job suchen, genau. So, er ist natürlich der perfekte Schriftsteller. Oh, verdient auch 25 die Stunde, das ist gut. Donnerstags und samstags wäre er, achso, kann man ja gar nicht aussuchen, wäre er dann zu Hause, okay. Was mich dann daran erinnert, dass wir eigentlich noch einen PC bzw. Laptop bräuchten. Ist das ein Radio? Das ist ein Radio, ne? Wo stellen wir denn hier am besten noch einen Laptop hin? Wir könnten, achso, nee. Moment, wir könnten das nehmen, dahin stellen. Wie viel Platz haben wir denn da? Ich weiß nicht, wie viel Platz wir generell da hinten brauchen. Das kann man gar nicht nach oben ziehen, oder? Also doch hier. Da ist allerdings noch eine Tränke. Moment, die müsste ich dann... etwas weiter wegstellen. Das auch. So. So. Und dann würde ich sagen, ich muss aufpassen, dass ich nicht... Ich weiß natürlich nicht... Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Hallo? Das hier wollte ich. Okay, das kann man nicht mehr. Elektronik. Spielekonsole, Spielekonsole. Wieso ist hier kein PC dabei? Ach so, Moment. Nee, das sind die... Doch, das sind die PCs. Ach du Schande. Standardmäßiger, tragbarer Computer. Kostet auch 1000, ne? Wir bräuchten aber eigentlich erstmal... einen Tisch. Einen Tisch. Moment, jetzt müssen wir mal eben schauen... Oberflächen. Zählt das zu den Oberflächen? Ja. Das sind aber Couchtische, nehme ich mal an hier, oder? Esszimmer. Ach, hier unten. Schreibtische. 400. 300. Aufpoliertes Pult. 300. 325. Das sieht zumindest ein bisschen besser aus, finde ich. Ah. 345. Ich weiß nicht, ob ich das dann nachher noch draufstellen kann. Schreibtisch für scharfsinnige Platzsparer. Okay. Wir nehmen erstmal so einen Effen-Schreibtisch hier. So, in der Hoffnung, dass man da auch noch drüber rumkommt. Dann nehmen wir die Elektronik. Da müssen wir dann leider so ein Effes... so ein FMPC nehmen, aber so Standardfarbe schwarz bitte. Also Laptop natürlich, kein PC. Und wir brauchen
Oberflächen war das, ne? Wir brauchen einen Stuhl. Komfort? Ja gut, Komfort. 60. Soll ja auch ein bisschen was, ne? Ist zwar eigentlich für ihn gedacht und nicht für sie, aber muss ja auch was hergeben. So, okay. Dann schalten wir mal wieder um. Und er setzt sich jetzt mal dahin und schreibt was. Schreiben üben. Ja, schreiben üben erstmal. So, er muss ja schließlich eine gute Karriere machen hier. Schriftstellerassistent. Er ist im Moment noch durchschnittlich, deswegen. So, die Frage ist jetzt, müssen wir für sie auch noch Dreier-Grundschülerin? Ah ja, okay, also für sie müssen wir das nicht extra nochmal machen. Ja, dann würde ich eigentlich schon fast sagen, dass wir mit diesem Bild hier, ich mach mal auf Pause, dass wir dann erstmal diese Folge beenden, damit es nicht zu viel in einer Folge ist. Und wir haben ja eigentlich schon eine recht schöne Familie. Ich weiß nicht, warum jetzt die Eltern ihre Wintersachen anhaben und die Tochter ihre Sommersachen anhat. Also das verstehe ich noch nicht so ganz. Da werde ich dann auf jeden Fall gleich nochmal gucken und dann für die nächste Folge mich dann umgezogen haben. Und wie gesagt, ich muss echt nochmal gucken, wie das alles funktioniert. Bedürfnisse, soziale Gruppen, ja. Wie das alles funktioniert, weil ich habe es zu lange nicht mehr gespielt. Bin ich ganz ehrlich. Und theoretischerweise hätte ich jetzt gesagt, ich müsste jetzt hier irgendwo drauf drücken auf einen Kleiderschrank oder sowas. Aber ich glaube, das ging anders. Wenn ich es herausgefunden habe, werde ich euch das auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal kurz zeigen. Und ja, ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.